Wir spielen heute Captain Tsubasa Rise of New Champions. Oh Mann, Digga, das wollte ich schon immer spielen. W's in den Chat, Jungs. Quasi FIFA, aber Anime. Ein Anime-Fußballspiel. Hab noch nie gespielt. Das kann auch unnormal scheiße sein, natürlich. W oder L, Chat? W oder L? W oder L? Oh yes, Baby. Oh yes. Let's go! Let's go! Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Ich brauche auf jeden Fall den Ton. Ist mir scheißegal. Ich mache auf laut. Oh yes, das Spiel wollte ich schon immer mal spielen. Für die, die es nicht wissen, Captain Tsubasa ist mein Lieblingsanime, als ich klein war. Und ich hieß auch früher Taro auf YouTube. Warum? Weil das ein Charakter aus Captain Tsubasa war. Momentan gucke ich Blue Lock, ist auch ein krasser Fußballanime. Also wenn ihr Captain Tsubasa gefeiert habt, dann könnt ihr das vielleicht auch feiern. Oh shit, shit, das ist Tsubasa mit der Nummer 10. Captain Tsubasa, Rise of the New Champions. Der Junge ist praktisch mit dem Ball am Fuß aufgewachsen. Mit 11 Jahren zog er nach Nankatsu, wo er 2 Menschen traf, die sein Leben verändern sollten. Das ist Tsubasa. Einer war der brasilianische Fußballstar Roberto Hongo. Ja, ja. Und der andere das Torwarttalent Genzo Wakabayashi. Die Begegnung mit diesen beiden war das Fundament seiner lebenslangen Begeisterung für Fußball. Mit Teamkollegen gegen Rivalen kämpfen, neue Freunde finden und alte verlieren. Aus jeder einzelnen Erfahrung zog er Stärke. Ja! Ja! Seit diesen beiden schicksalhaften Begegnungen sind 4 Jahre voller Prüfung vergangen und jetzt... Ach lol, wir sind nicht klein, Tsubasa, wir sind direkt erwachsen. Ist er bereit, seine Flügel auszubreiten? Sein Name ist Tsubasa Ozora! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist Tsubasa! Das ist Tsubasa, wir spielen jetzt das Tsubasa-Spiel. Oh. Das Spiel geht gleich los. Bist du bereit? Ja, bin ich! Tsubasa redet mit mir! Er redet mit mir! Er redet mit mir! Ich weiß nicht, aber sicher doch. Aber sicher doch, Tsubasa! Dein entschlossener Blick gefällt mir. Dann mal los. Ja. Wir gehen gerade hoch! Oh mein Gott, was eine Arena! Endlich! Das Spiel, auf das alle gewartet haben. Das Finale der ersten Junior Youth World Challenge in Amerika lautet Japan gegen Deutschland! Welches dieser beiden Teams wird sich am Ende Weltmeister nennen dürfen? Finale Japan gegen Deutschland! Ich weiß noch, im Anime war ein Deutscher da, der war richtig krass, der hieß Karl Heinz. Japan stolz, der Starstürmer Kuchiro Hyuga. Kenzo Wakabayashi, oh mein Gott, das ist so geil, ich sehe alle wieder. Oh mein Gott. Das Ryo Ishizaki, so hieß ich bei Snapchat früher. Und schließlich der Spieler, der von dem Spielerungsförderungsprogramm ausgewählt worden ist. Das bin ich! Das bin ich! Ich glaube, das bin ich! Ja, und Tsubasa. Und Tsubasa, Chat. Let's go. Tsubasa Ozora. Nachdem das internationale Jugendturnier in Frankreich abgesagt wurde, hat man dieses neue Turnier ins Leben gerufen, okay? Das war unerwartet, aber ein Glücksfall für diese Jungs, die sich nun auf einer noch größeren Bühne präsentieren können. Okay? Diese Zeit ist endlich gekommen. Tsubasa. Und auf der anderen Seite... Da! Karl-Heinz Schneider! Ich hab's euch gesagt, Karl-Heinz! Dem jungen Kaiser, ich hab euch gesagt, der Deutsche heißt Karl-Heinz. Zeit für dich zu fliegen. Unsere Träume sollen dem Wind unter den Flügeln sein, wenn du die Welt eroberst, Tsubasa. Oh, shit. Ich bin so gespannt, wie das Spiel ist. Ich hab's noch nie gespielt. Komm, Team, wir schaffen das. Let's go! Oh. Starte das Spiel, indem du X drückst und den Mittelfeld anstößt, okay? Und ich drücke X. Gewinne, indem du mehr Tore zielst als dein Gegner. Okay, ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. Oh mein Gott. Das bin ich, das ist Taro Misaki. Das bin ich. Also, mein Lieblingscharakter aus Tsubasa. Willen brauchst du für Spezialaktionen. Jede Aktion kostet Willen. Ah, lol. Digga, das ist so anders als FIFA, weil das einfach Anime ist.
Ich brauche Willen, um irgendwas zu machen. Okay, okay. Halte beim Dribbling R1 gedrückt, um ein schnelles Dribbling auszuführen. Okay. Hey, du hast den Ball verloren, Mann. Drücke während des Dribblings R2, um die Dribbling-Spezialaktion zu aktivieren. Okay. Boom! Wie schieße ich? Wie schieße ich, du Wichser? Wie schieße ich? Ey, du Nuttensohn. Ich weiß nicht, wie ich schieße. Ich habe einfach weggeschossen, Digga. Junge. Oh, aktiviere ein schnelles Tackling. Durch das Halten von R1 beim Berühren des Gegners. Okay, ich bin aber gerade... Oh, lol! Ich wurde getötet! Bam! Wenn du den Ball hast, drücke... Ah, Viereck! Mit Viereck schießt man. Jetzt habe ich's. Oh! Unser erster Schuss aufs Tor. Oh! Stein ist so gut im Tor. Stein ist so gut im Tor. Oh mein Gott! Ich habe direkt einen Schuss gemacht! Oh mein Gott! Ja! Tsubasa! Oh! Habt ihr das gesehen, Chat? Habt ihr das gesehen? Sie haben es geschafft. Das japanische Jugendteam hat es geschafft. Sie haben einen Punkt gegen Deutschland erzielt. Ja! Oh mein Gott, Digga, was war das denn? Wie ist in den Chat, Digga? Was ein Schuss! Ja, Ryuichi sagt, ich hab doch gesagt, der heißt so. Oh Mann, ich bin bis oben vollgestopft, okay? Hanji Urabe. Aber das geht schon, oder? Ist ja nicht so, dass wir heute Abend Training oder Unterricht haben. Hey, wie geht es dir danach? Er redet mit mir. Ich wollte eigentlich lernen. Ich wollte eigentlich trainieren. Ich wollte eigentlich trainieren. Scheiß auf Lernen. Dann mache ich vielleicht auch mit. Ja, mach mit, Jungs. Mach mit. Wir gehen zusammen trainieren. Hey, Jungs. Entschuldigt, dass ich in eurer Freizeit nerve. Oh, hallo, Herr Katagiri. Ich habe nach euch gesucht. Es gibt etwas, das ich mit euch bereden will. Was denn? Guckt euch die an, Junge. Die hässlichen Zwillinge. Mit Hasenzähnen. Einfach Timmy Turner und Timmy Turner. Das Unternehmen von Herrn Cardinal beschäftigt ein Spielerentwicklungsstudios, das an einem fußballbasierten Spiel arbeitet. Und da ihr genau zur Zielgruppe gehört, möchten die Entwickler, dass ihr das Spiel testet. Okay. Digga. Digga, sollen wir gerade ernsthaft eine App testen? Was zum hab ich das gerade gesagt? Auf geht's, klingt's gut. Ich glaube, ich finde normalen Fußball besser, ja. Okay. Ich hätte gesagt, das ist wack, aber man kann das alles mit Ingame-Währung kaufen, Chat. Dann ist das cool. Man kann so Brillen kaufen und so. Aber das ist unser Charakter gerade. Jetzt verstehe ich. Wir können unserem Charakter eine neue Frisur geben. Aber ich will nicht aussehen wie Tsubasa oder so. Ich will anders aussehen. Sind die Frisuren teuer? Ja, aber ich habe das Geld. Ich gebe mir... die Frisur sieht lustig aus. Die gebe ich mir. Ja. Alter. Und dann noch eine lustige Brille. Komm schon. So eine orangene. Gibt es eine orangene Brille? Nee, aber die hier. Die sieht cool aus. Die will ich. Nein, nein, nein. Nicht die. Die hier. Ja. Camouflage-Trikot. Geil. Ja. Ich kaufe mich gerade so voll. Ich habe gerade gleich schon kein Geld mehr. Camouflage-Hose will ich auch. Schieben mein Schoner Camouflage. Oh. Okay, wir haben nur noch 800. Okay, wir haben kein Geld mehr. Wir haben nicht mehr... Oh, nee. Oh, es gibt sogar Packs. Nein. Wir haben kein Geld mehr für Packs. Wobei doch, wir können ein Pack kaufen. Öffnen wir das hier, Chat. All-Star-Paket. Im Hauptmenü ist oben Story. Geil, okay. Ja. Komm schon. Und? Wen zieh ich? Hä? Ein Tanga. Brian Kluivert. Niederlande, lol. Ein Trikot. Noch ein Tanga. Ein Buch. Oh, Kluivert, ist das gut? Ich glaube, das ist Trash, sag ich ehrlich. Wir können uns noch eins davon kaufen. Ja, komm schon.
Einen Deutschen. Karl-Heinz, bitte. Ismail Senghor. Okay. Kojiro Yuga! Oh mein Gott! Hä? Nur Spieler! Takeshi Sawada! Dieter Müller! Dieter Müller gezogen, Chat! Dieter Müller! Ey, W-Pack! W-Pack, Chat! Richtig stark! Vier Spieler gezogen in den Pack! Das war geil! Jetzt! Okay, let's go! Let's go! Unser erstes richtiges Spiel, Chat! Digga, das sieht so aus wie Mario Kart einfach! Bro, was zur Hölle? Japan gegen Uruguay. Let's go. Let's go, Japan. Er ist einfach laut des Spiels gebrochen. Jetzt macht er ein Tor. Ich sag, das wird ein Tor. Ja, oh mein Gott, ich wusste es. Ich hab's gespürt. Ramon Victori. Ramon Victori. Scheiße. Ja. Oh Mann, ich meine gleich, ehrlich, der geht niemals rein. Digga, die machen so geile Superattacken, ich will auch machen. Halbzeit. Mann. Oh Mann, warum kann ich nur normale Schüsse machen? Jetzt habe ich aber besser gespielt, Chat. Ich komme langsam rein. Misaki. Ja. No, nein. Er schießt von da? Das war ein Pass. Nein. Komm schon, Wakabayashi. Bitte. Nein. 2-0. Mann, ich kann nicht. Ich habe kein Spiel, ich habe keine Verteidiger mehr. Letzter Mann, Genzo. Komm schon, Genzo. Nein, Digga! Er fliegt einfach rein ins Tor. Er hat 3 Superattacke niemals. Spiel ist vorbei. 3-0 habe ich kassiert auf die Fresse. 3-0 auf die Fresse kassiert. Oh Mann. Diesmal bin ich in Akatsu und ich nehme extra eine richtige Scheißmannschaft als Gegner. Scheißmannschaft als Gegner, Chat. Jetzt muss ich gewinnen. Digga, man kann. Okay, so wie Spiele spielst du sehr FIFA-lastig. Der geht nicht durch. Mein Spieler ist da. Guck. Ey, langsam habe ich ein Gefühl für das Spiel. Oh lol, der ist doch durchgegangen. Nein! Ja! Nein! Oh mein Gott! Was war das denn? Was war das für ein FIFA-Tor? Was war das für ein FIFA-Tor? Das Scheißspiel bitte FIFA, nein. Oh mein Gott! Ich habe eine Supertacke gemacht! Ja! 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 Bitte geh rein! Nein! Mein erster Schuss mit einer Supertacke aufs Tor! Ich hab's geschafft, Jungs! W ist in den Chat! Endlich! Ja! Der Gegner kriegt Angst! Ich merk's! Hey, das wäre mein Tor geworden. Das wäre mein Tor geworden. Das wäre mein Tor geworden. 85 Punkte bekommen. Ich habe Punkte bekommen. Sieger der Herzen. Sieger der Herzen. Aber das ist, Digga, mit Abstand eines der schwierigsten Spiele, die ich gespielt habe.